So, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem kurzen Update-Video zum 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und in diesem Video möchte ich euch einmal meine drei Überraschungen des Spieltags zeigen. Fangen wir einmal an. Nummer 1. Der VfB Stuttgart gewinnt gegen den 1. FC Köln. Ja, das war wirklich eine faustdicke Überraschung, dass die Stuttgarter in Köln gewonnen haben, mit 3:1 sogar. Und ja, man weiß nicht, woran das denn nun lag. Lag es an der Vertragsverlängerung von Peter Stöger oder dass bei Karneval ist? Wir wissen es nicht. Nein, die Kölner waren nicht gut aufgelegt. Also sie gingen zwar 1-0 in Führung durch Modeste, aber dann kam da nicht mehr viel und die Stuttgarter haben auch verdient gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an VfB Stuttgart für diese wichtigen Punkte im Abstiegskampf. Nummer 2. Die Borussia aus Dortmund schlägt die Borussia aus Mönchengladbach mit 3:1. Borussia Dortmund hat auswärts mit 3:1 gewonnen und zwar nicht irgendwie, sondern richtig überzeugend. Also man hat gesehen, dass die Spieler allesamt schon topfit sind. Der Weigel hat top gespielt, der Gündogan hat top gespielt, Mkhitaryan war klasse aufgelegt, aber insbesondere Marco Reus ist meine Überraschung des Spieltags. Marco Reus kam aus dem Nichts zurück und hat eine perfekte Performance abgelegt, hat ein Tor geschossen, ein Tor aufgelegt und in dieser Form ist er auch auf jeden Fall wertvoll für die Nationalmannschaft. Nummer 3. Ja, was soll man über diesen Mann noch sagen? Alex Meyer, Fußballgott. Ja, Alex Meyer hat mal wieder die Frankfurter Eintracht im Alleingang zum Sieg geschossen, hat beim 3:2 gegen den VfL Wolfsburg alle drei Tore geschossen. Und ja, der Mann ist einfach ein Phänomen. Der kann 90 Minuten lang abgemeldet sein und in 3 Minuten macht er halt 3 Buden, indem er dreimal richtig steht. Und das ist ein Frankfurter Phänomen, was einem nicht in den Kopf will. Aber es ist ja schon der zweite Dreierpack, den Alex Meyer da schießt. Und das ist natürlich eine Leistung für sich und überragend. Also von daher, Hut ab, herzlichen Glückwunsch Eintracht Frankfurt und Alex Meyer. Das war schon klasse. So, liebe Leute, das waren meine drei Überraschungen des Spieltags. Habt ihr andere Gedankengänge, dann lasst es mich doch wissen. Schreibt in einen Kommentar rein. Wenn nicht, dann bin ich natürlich auch zufrieden, wenn ihr euch meine anderen Videos einmal anschaut. Also, Leute, bleibt am Ball, macht's gut. Ciao.